Trägerwarnung. Im folgenden Video wird geschmatzt und mit vollem Mund gesprochen. Außerdem handelt es sich hierbei um unbezahlte Werbung. Als ob ich hierfür bezahlt werde, lol. Geht und herzlich willkommen zu Part 2 des Tests der Schoko- und Müsli-Riegel. Ich habe wieder meine Blumen dabei und ich würde sagen, wir labern nicht lang rum und fangen an. Viel Spaß! So, jetzt haben wir hier noch einmal einen von Nukao. Da haben wir schon mal einen von. Diesmal mit Almond. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und Sea Salt. Also Mandeln und Meeressalz. Ich wollte schon Seesalz sagen. Mother Tongue, Native Speaker hier am Start. Ja, ich zeig auch noch da. Mögt ihr das, wenn Salz in Schokolade ist? Ich finde das eigentlich ganz geil. Es ist halt wieder mit dunkler Schokolade. Hier bin ich halt leider nicht so der Fan von. Aber ist ganz okay. Aber dadurch, dass die Schokolade halt so bitter ist und auch salzig, gebe ich dem Ganzen nur 2 Punkte. Also 2 Sterne. Jetzt habe ich noch einen letzten Riegel von Nukao. Und zwar Creamy Hazelnut. Ja. Da bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich auch wieder dunkle Schokolade. Ja. Obwohl, die sieht ein bisschen heller aus, oder? Keine Ahnung. Krass. Die ist echt lecker. Wow. Die ist von innen wirklich übelst cremig. Boah, heftig. Also, das ist ein echt cremiger Riegel. Ich suche mal eben raus, wie viel die von Nukao kosten. Alle kosten 1,45 und ich würde auch sagen, ist voll okay. Echt voll okay. Also für den safe, für die anderen gut. Dunkle Schokolade, aber der ist auf jeden Fall keine dunkle Schokolade. Echt mega nice. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass mich davon noch ein Riegel überzeugt. So, dann habe ich hier einen von Food Blues. Und zwar Cashews, Kokos, Meersalz, Vanille. Coco Caramella heißt der. Create Happiness. Bin ich mal gespannt, ob ihr hier Happiness für mich createt. Boah, der riecht echt voll nach Vanille. Mhm. Boah. Nein. Dem gebe ich definitiv. Also. Ich weiß nicht, welcher schlimmer ist. Ich glaube er. Ich glaube, der Riegel ist schlimmer. Ich kann leider nichts Gutes zu diesem Riegel sagen. Außer, dass er komisch schmeckt. Aber das ist nichts Positives. Ja. Also, dieser Riegel kostet euch 1,65. Und das sind 1,65 zu viel. Ich habe hier noch einen von Food Loose und ich hoffe, dieser enttäuscht mich nicht. Bitte enttäuscht mich nicht. Erdnuss, Meersalz. Auch geile Kombi. Der Riegel kostet 1,65. Ich gebe dem Riegel 3 Sterne. Ist jetzt nicht so herausragend, ist aber ganz okay. Ja. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Kann man machen. Ist jetzt nicht so mein Favorite. Schmeckt nach Erdnuss, nicht so doll nach Schokolade. Ja. Ach ja, und auch nach Meersalz so ein bisschen. Aber ich finde, das geht so ein bisschen unter mit dem Meersalz, weil Erdnuss halt auch einfach salzig ist. Da wir noch nicht genug Erdnuss hatten, hier noch ein Krokantriegel mit Cashews. Das wäre eigentlich klüger gewesen, den direkten Vergleich zu machen, oder? Mit dem anderen Krokantriegel. Egal. Ich mache hier die Regeln. Der Riegel riecht ein bisschen nach Fischstäbchen. Ich weiß nicht, ob der nach Fischstäbchen riechen sollte. Wie viel hat der gekostet? Auch 65 Cent wie der andere Krokantriegel. Gründe, warum man nicht mit mir auf ein Date sollte. Sprich mir vom Mund.
Geschmack verliert Essen. Das Ding ist, der Geschmack ist halt ungewohnt, weil man halt Erdnuss erwartet. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, drei. Also 3 Sterne. Ja. Oder? Ja. Doch. Doch. Und da ich schon das gesamte Video so gesund unterwegs war, habe ich einen Proteinriegel. Because I'm a healthy person. Yes. Double Peanut. Proteinbar. Crispy. Von Hay. Das könnte auch so eine Marke von Ikea sein, weil das Hay so mit J geschrieben wird. Ja. Ja. Bin gespannt. Bin wirklich sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall dunkle Schokolade. Sieht so ein bisschen aus wie Lion, finde ich. Dieser Riegel hat 2,45 Euro gekostet. Ist immerhin auch ein Proteinriegel. Free Gains. Free Gains. Ja. Mm. Der Riegel verwirrt mich. Am Anfang ist er so richtig nice. Und dann hat er so einen bitteren Nachgeschmack irgendwie. Bei dem Riegel würde ich, glaube ich, nur 2 Sterne geben. Weil irgendwie ist er geil, aber irgendwie auch nicht. Verständlich? Ja, auf jeden Fall 2 Sterne an den Proteinriegel. Da bin ich doch kein Fitnessgirl. Schade. Hier habe ich jetzt noch einen von der IKEA Fake Marke. Ich will hier eigentlich keine Marke runter machen. Ich versuche einfach nur lustig zu sein. Ich weiß, es klappt nicht so ganz, aber I try my best. Wirklich, riecht nicht an Riegel. Irgendwie riecht ein Riegel immer komisch. Der hier hat, wie viel hat der gekostet? 1,95. Auch eine teure Kategorie. Der ist echt ganz nice. Hätte ich nicht gedacht nach dem anderen Riegel. Krass. Also das ist halt so komplett aus Nuss bestehen. Auch so ein bisschen salzig und süß. Das ist auch echt ganz nice. Würde ich den ganzen 4 Sterne geben. Ich glaube, das ist sogar eine Premiere, oder? Woo! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe den allerletzten Riegel in der Hand. Auf den bin ich am meisten gespannt, bin ich ehrlich. Ich hoffe, du schmeckst, Mann. Der ist von Vegans. Und der soll, glaube ich, so Snicker-ähnlich sein. Snickers-ähnlich. Snickers. 1,95. Ist auch echt teuer für so einen Riegel, ne? Ich meine, es ist nur so ein Mini-Riegel, wenn man so überlegt. Okay. Auf jeden Fall. Oh, wirklich, riecht einfach nicht an Riegel. Das ist keine Erfahrung, die man machen muss. Ist auf jeden Fall wieder Zartbitterschokolade. Das macht mich traurig. Ja. Man anhand meines Gesichtsausdrucks vielleicht schon sieht, haut der Riegel mich leider nicht um. Also der ist okay. Aber das hier ist fest. Das ist nicht wie Snickers. Das ist fest und bitter und nee. Dem gebe ich leider nur 1 Stern. Bin ich knallhart. Also wenn ihr Snickers nachmachen wollt, dann ist das leider nicht so gut. Das sieht so cremig aus auf dem Bild. Guckt euch an, wie cremig das aussieht. Es ist gar nicht so cremig. Naja, mir fällt gerade auf, ich habe ja hier noch die hier. Die können wir auch noch testen. Das sind diese Bueno-artigen Teile, nur mit Dark Chocolate. Wie ihr schon festgestellt habt, ich liebe Dark Chocolate. Deshalb wird das hier einfach nur ein Genuss. Kostet auch 1,45, finde ich, geht verhältnismäßig im Vergleich zu allen anderen halt. Tatsächlich was cremiger und nicht so trocken wie die anderen. Ich weiß nicht jetzt, ob es da liegt oder ob die anderen vielleicht irgendwie schon was älter waren. Keine Ahnung. Ist halt dunkle Schokolade, deshalb mag ich es halt nicht so. Für den ganzen, für dunkle Schokoladenliebhaber schon so eine 4 gibt.
alle guten Dinge enden dann auch mal, ne? Und jetzt trage ich meine Favorites zusammen. Da ich mich absolut nicht entscheiden kann, werden es mehrere Favorites. Einmal der hier. Dann der hier. Der Rocco Schock. Ich habe die zwar nicht probiert, aber ich liebe die Riegel. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls du irgendwie noch andere Vorschläge hast, was ich ausprobieren kann, schreib es mir gerne in die Kommentare. Oder lass so ein Like, Kommentar oder Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!